So, hallo. Heute mal aus dem Wald, über dem See. Ich wollte euch mal einen Birkenpolling zeigen. So sieht er aus. Unten weiß, oben eine glatte Oberfläche. Im Gegensatz zu einem Baumpilz. Oder zu einem Pilz. Und unten weiße Rohren. Den nehme ich jetzt mit. Ich habe hier noch einen gefunden, auch schön. Und dann gibt es lecker Birkenpollen-Tee. Schmecken tut er nicht, aber wenn man Entzündungen hat oder sich verletzt hat, hilft das sehr. Vielleicht ein anderer Baumpilz, der auf Birken wächst. Man sieht den Unterschied hier, diese würfelte Oberflächenstruktur. Unten auch Poren. Nein. Ja, das hier ist ein Birkenpoling und das ist keiner. So, hier ist nochmal ein Birkenpoling in einer leicht anderen Wuchsform. Da oben ist auch noch einer. Die Pilze wachsen immer an abgestorbenen Birken. Bei diesen abgestorbenen Birken, da könnt ihr euch auch Birkenrinde mitnehmen. Weil da kommt eh nichts mehr. Man sieht auch oben, da ist nicht mehr viel dran. Jetzt noch ein kleines, letztes Mal ein paar kleine Birkenpaulinger. Lass ich auch alle hängen, die sehen nicht mehr so schick aus. Und da oben ist ein Baumpilz, der hat unten auch weiße Röhren, aber oben diese gerüffelte Oberfläche. So, viel Spaß im Wald beim Birkenpolling suchen, ne? Ich habe hier meine drei. Ich werde schon klein schneiden und dann ungefähr einen Teelöffel voll auf 1 Liter Wasser aufkochen und langsam über den Tag trinken. Man muss davon tierisch oft auf Toilette. Naja, und tschüss, euer Lippus.